Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, dieses Mal an ungewöhnlichem Ort. Wir haben in dieser Woche keine unserer Kirchen gewählt, sondern einen Ort, wenn man so will, in der Natur. Ich stehe unter der Buche, die am morgigen Tag gefällt werden soll. Wir nehmen diesen Gottesdienst schon einige Tage vor dem Wochenende auf. Am Mittwoch, am Donnerstag rücken dann hier die großen Baukräne an, um das 250 Jahre alte Naturdenkmal zu fällen. Ein Pilzbefall hat dies nötig gemacht. Ich habe mir gedacht, zumindest aber für uns die Einladung, einmal sich unter so einen Baum zu stellen und ihn als Symbol wahrzunehmen. In der Bibel, da ist an unterschiedlichen Stellen von den Bäumen die Rede, die zum Bild der Gegenwart Gottes werden können. Lasset uns beten. Guter Gott, dein Sohn hat uns eine Ahnung gegeben, wie du, der Vater, für uns sein willst. Du hast uns versprochen, mit uns das Leben zu bestehen. Sei du mit uns zu allen Zeiten. Trage unser Leben mit, wenn es zu schwer wird. Lass uns auch wissen, wie sehr wir in der Verantwortung stehen, wenn wir es zu leicht nehmen. So bitten wir dich, unser Vater, der in der Einheit mit dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen erzählte Jesus die Menschen, die ihm nachfolgten, folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als alle anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Vielleicht ja ein symptomatisches Bild. Ich stehe hier im Regen, gebe vielleicht einen etwas traurigen Gesamteindruck wieder. Aber traurig ist es ja auch, wenn ich noch einmal darauf Bezug nehmen darf, was ich zu Beginn unseres Gottesdienstes erzählt habe, dass dieser Baum gefällt werden muss. Der Baum, er kann aber auch, wie gerade im Evangelium, zum Sinnbild werden. Zum Sinnbild für das Reich Gottes, wie es Jesus gerade getan hat. Aus den kleinen Anfängen eines Samenkorns kann hier so ein gewaltiger Baum entstehen. Menschen stehen fasziniert unter den Bäumen dieser Welt. Und so waren die Bäume auch immer wieder religiöse Symbole. Wir sind in einer Welt unterwegs, wo Baumsterben bedroht. Der Klimawandel, das menschliche Eingreifen in der Natur, das alles dem Profit unterworfen ist, das kann uns nachdenklich machen. Jesus lädt uns ein, mit anderen Augen auf die Natur zu schauen. Er möchte
Zeichen Gottes in der Natur wiedererkennen. Und so kennt er in diesem gewaltigen Wachstum eines Baumes gerade etwas von der Wirkkraft Gottes. Gott möchte auch die Grenzen unserer Welt sprengen, möchte uns verweisen auf das Große seiner Liebe. In dem Internet, da habe ich einen Text gefunden, der ganz besonders, wie ich meine, diese Sehnsucht nach einer guten Gemeinschaft zwischen Schöpfung und Mensch wiedergibt. An einem besonderen Ort war dieser Text ursprünglich geschrieben. Er war ein Graffito auf der Berliner Mauer. Dort stand geschrieben: Ich liebe dich, Erde, mit allem, was auf dir lebt. Gott hat dich geschaffen. Ich liebe dich, Erde, denn du hast dich sehr schön gemacht mit deinen Bäumen, Blumen und Tieren, mit deinen Menschen. Ich liebe dich, Erde. Gott erhält dich in seiner Treue. Trotz aller Zerstörung, die wir angerichtet haben auf dir, trotz Krieg, Gewalt und rücksichtslosem Ausrauben, wird es noch immer Frühling und Sommer, Herbst und Winter. Kommt immer ein neuer Tag nach der dunklen Nacht. Ich liebe dich, Erde. Darum will ich liebevoll leben lernen auf meiner Erde und Verantwortung übernehmen für Gottes Schöpfung. Amen. Der Baum ist auch für uns Christen ein symbolträchtiges Wort. So bezeichnen wir das Kreuz als Baum des Lebens. Unter diesem besonderen Baum des Lebens hier in der Sixtuskirche wollen wir unsere Bitten vor Gott bringen. Gütiger Gott, du versprichst, dass das Leben mit dir gelingt. Nicht immer können wir das so deutlich erkennen. Daher bitten wir dich. Wir beten für all jene Menschen, die unter den Lasten ihres Lebens zusammenzubrechen drohen. Lass sie dein Mitgehen erfahren. Wir beten für all jene Menschen, die sich nichts zutrauen, die vor allen Ansprüchen und Herausforderungen resignieren. Lass sie erkennen, was sie können und ermutige sie, das auch zu tun. Wir beten für all jene Menschen, die meinen, ganz allein auf sich selbst gestellt zu sein und die niemandem trauen, nicht einmal dir. Schenke ihnen die Erfahrung, dass du auch dann da bist, wenn dir das nicht geglaubt wird. Wir beten für all jene Menschen, die nie zur Ruhe finden und sich beständig über ihre Grenzen hinaus verausgaben. Lass sie wissen, dass du das Ziel unseres Lebens bist und wir uns die Erlösung nicht selbst bereiten können. Wir beten für all jene Menschen, die ihren irdischen Weg vollendet und jedes Joch ihres Lebens endgültig abgelegt haben. Schenke du ihnen Ruhe und Frieden in deinem Reich. Guter Gott, auf dich vertrauen wir, auf dich setzen wir, weil dich, den verborgenen Vater, der Sohn in seinen Taten und Worten geoffenbart hat. Dir sei Lob und Preis, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid gesegnet in all eurem Ringen und Aufbegehren, in all eurer Sehnsucht und Hoffnung, in all eurer Verzweiflung und Angst. Seid gesegnet jeden Tag neu in eurer Einmaligkeit und Stärke, in eurer Einzigartigkeit und Schwäche. So segne uns alle der treue, der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in seinem Frieden.